alle gegen Jena Lisa Lofink. Warum Melanie Müller und Co. sauer auf das Model sind. Extra Wünsche für Jena Lisa Lofink? Dschungelkampe halten zusammen, das dachte Melanie Müller, 29, zumindest bislang. Für den guten Zweck veranstaltete die einstige Bachelor-Kandidatin in ihrem Keller eine Tattoo-Party und lud unter anderem Jena Lisa Lofink, 31, ein. Doch das Model hatte angeblich zahlreiche Extra-Wünsche, ich will Spenden sammeln, nicht Geld ausgeben. Wenn Melanie Müller ruft, kommen alle ehemaligen Dschungelcamper. Nico Schwanz, 40, Nizella Schäfer, 34, und Matthias Mangiapane, 34, folgten zumindest der Einladung. Eigentlich hatte die Ballermann-Sängerin auch Jena Lisa Lofink eingeladen, aber die kam dann halt mit einer Sprachnachricht, sie möchte gerne eine Suite und ihr Management braucht auch eine Junior-Suite und der Hund muss mit. Für Melanie Müller ein absolutes No-Go. Ich will Spenden sammeln, nicht Geld ausgeben. Jena Lisas angebliches Diven-Gehabe scheint keine Ausnahme in der Branche zu sein. Ähnlich sehen das auch die anderen Ex-Dschungelcamper. Das ist eine absolute Frechheit, findet Nackt-Jane Mizella Schäfer. Und auch Matthias Mangiapane wettert, das ist für einen guten Zweck. Das ist selbstverständlich, dass man das macht. Auch wenn man kein Geld bekommt. Jena Lisas angebliches Divengehabe scheint in der Branche keine Ausnahme zu sein. Wie Melanie Müller ähnliche Allüren vorwirft, sehen Sie im Video.